Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Mission haben wir für die Railroad so kleine Nebenmissionen gemacht, welche wahrscheinlich genau wie bei Minuteman einfach nur noch 15 Dinger sind. Ja, währenddessen sind wir über ein paar Mayolocks gestolpert. Ja, ein paar. Und wie ich sehe, ist der tote Briefkasten hier. Also genau da, wo diese Riesenschlacht hier tobt. Und, ja, seid ihr irre? Genau da. Ich müsste einfach mal so durchgehen, als wäre das nichts. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich auch ein paar Trophäen mit. Seine Power-Rüstung jetzt nehme ich gerne. So, wo ist MacReady? Weil ich habe ne ganzes Power-Armor-Set jetzt dabei. Und ich würde das liebend gerne mal mitnehmen. Weiß nicht, ob das genau das gleiche ist, was ich jetzt schon habe, oder ob das schon... Oh Mann. Wieder eine Stufe höher ist. Oh, super. Ich mal an, was die für Waffen haben. MacReady, wo bist du? Ich muss meine Sachen irgendwo lagern. Lass mal den Clint da oben erledigen. Oh Gott, jetzt greift er mich auch noch an. Hilfe! Hilfe! Ist da keiner von der Bruderschaft mehr übrig? Ja, den habe ich ausgenommen. Doch. Dann weiß man nicht, wo ich bin. Bis der hier drauf geht, dauert auch nicht mehr lange. Den Gang würde ich auch gerne mitnehmen. Ich sehen, wir hören auch auf zu ballern auf einmal. Oh Mann. MacReady, wo bist du, verdammt? Jemand muss meine Last von mir nehmen. Powerpaus. Habe ich schon eine? Schon mal die Powerpaus? Ich glaube nicht, ne? Der Clint ist jetzt da oben. Ich kann jetzt gegen den machen. Dann holen wir schon mal hier den Briefkasten. Warum tut der ausgerechnet deinen toten Briefkasten rein, weil nicht die Krise? MacReady, wo bist du, verdammt? Jemand muss meine Sachen hier schleppen. Ah, das gibt's doch nicht. Ich kann auch nicht schnell reisen, wenn ich überladen bin, deswegen. Muss ich jetzt hier. Raymond von Quincy. Ja. Hab ich doch schon mal gehört, irgendwo in dem Spiel. Aber ich kann springen, ne? Da bist du. Hey, was? Mehr. Der nimmt schon wieder Waffen mit. Nimm mal meine. Nimm linke Arm, Bein, rechts ein. Das und das. Willst Irgendwie du? kein Gewicht Hey, weggenommen. was geht? So, ich glaube, wir sollten noch mal kurz nach Hause gehen. Ja, wir gehen noch mal kurz nach Hause. Können uns jetzt importen. Hier ist kurz nach Hause und lagere die Sachen ein. Dann kann ich auch mal gucken, ob das die Power Armor ist, die ich schon hab. Oder auch nicht. Ah, egal. Da ist das Gute, wenn so ein Power Armor Typ in der Nähe von einem stirbt. Ein Bruderschaft-Typ in der Nähe von einem stirbt. Dann kann man schön den seine Power-Armor looten. Hab ich ihn vor 3 aufgemacht. Und da konnte man die nur nicht so früh schon einsetzen. Da musste man spezielles Training absolvieren. Da hat man erst so, weiß ich nicht, kurz nach der Story
so auf der Hälfte der Story erstmal bekommen konnte. So. MacReady. Warte mal. T60B, das ist die gleiche, verdammt. Habe ich nicht drei schon davon jetzt? Nee, ne. Da kann ich leider nicht in dem Gestell hier reinpacken. Ja. Kurzwasser, das Gas, ja super. Leck mich. Boah. Hey. Ja, was geht's? Sollen wir dann die Beute aufteilen? Das bringt so nix. Ja, das Ding muss raus, habe ich das Gefühl. Mache ich hier eigentlich hier. Ja, auf den ganzen Mist immer von alleine aufzusammeln, was soll das? Ja, das gilt immer als gestohlen, das ist Kacke. Dann sollte ich die loswerden. Powerfaust. Und die ganzen. Ja, weg soweit. Oder so viel. Nimmt denn ja so viel Gewicht weg. Ach, meine Mods hab ich auch noch. Oh. Ich will gar nicht so wie ich Platz hab. Damit verstehe ich, warum ich noch so viel Gewicht habe. Mein Partystarter weg. So. Da habe ich zwar keine große Waffe mehr, aber brauch Platz. Könnt ihr fliegen? What? Was macht der da? So. Das hier. Oh, ist das auch noch. Ich verstehe nicht, warum das gestohlen ist. Ja, die muss jetzt weg. Die kann ich nicht gebrauchen. Dann tun die ganz meine. Oh. Mach meine ganzen Pferden ja immer voll Randale. Deswegen muss ich die loswerden. Boah, ein AP, ne? Wo tue ich die denn hinpacken? Nee, die. Komm ich da hoch? Nee. Schade. Die auch hochgepackt, so. Damit. So. Lass sie da verrotten. Okay, das jedes Mal, wenn ich da darauf zugreife, dass er gestohlen ist. Weil meine ganze Truppe tut dann dagegen, ist dann dagegen. Außer McCree. Super. So, dann wieder zurück.
Nein, hier runter. Und dann müssen wir so oder so noch zum Spielzeuggeschäft gehen oder Spielzeugfabrik. Wasteland Survival Guide. Wann hat man das denn gemacht? Vor 3 hat man ja das Ödlands Überlebenshandbuch geschrieben. Mit irgendeiner anderen Verrückten. Zum Beispiel musste man ein Minenfeld betreten oder Essen aus dem Supermarkt holen. Sich selber verkrüppeln lassen, sich selber verstrahlen lassen. Alles wegen der Wissenschaft. Glaube, das war auch die längste Questreihe im Spiel. Hat aber am meisten Bock gemacht. Maulwurfsratten mit so einem Knüppel kaputt hauen. Ich habe die Köpfe von denen zerplatzen ließ, aber schon irgendwie krank. So, ich hoffe, der Klient ist noch schön angeschlagen. Jetzt erstmal aber zum Spielzeugladen. Polizeirevier Quincy. Au! Nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Wieder ziehen. Ja, super. Kannst hier jetzt schon nicht leiden. Im Gebiet. Durch. Rückgabe. Gibt's ja die gleichen Belohnungen. Jetzt genau das gleiche. Nee. Jetzt andere. Ich glaube, man konnte eine Kamera in diesem einen Gebiet irgendwie bekommen. Hier gibt es nur Zahnpasta. Hi. Wir haben noch einen Laserwaffen. Ich habe keine Chance auf den Terror. Ja. Haben wir? Wow, wer hat mich denn da vorhin abgeschossen? Voll der Wile Coyote. Wie er so runtergefallen ist, er steht da so auf, wenn man so fällt er runter. Geil. Mann, warum sind denn hier schon wieder Gunner? Ey? Überall treffe ich Gunner in letzter Zeit. Ich will nicht gegen die kämpfen. Wie machen wir so Aua? Verbesserte Strahlungsresistenz. Ja, das wäre gut. Das wäre gut für diesen Strahlensee. Verstrahlten See. Oder Meer, was weiß ich. Oh. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ah. Planänderung. Nee, hier. Was? Okay. Machen wir die Mission. Das ist mir ein bisschen zu extrem an einem Gebiet. Wo ich den Clint gerne erlegen würde. Aber ich hab da irgendwann wieder, wenn ich nach einer ganz langen Zeit zurückkomme, ob der dann immer noch gleich eine AP hat. Ich glaube ja, ne? Werde ich also irgendwann auf Level 60, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall über Level 60, weil ein Kollege von mir schon über Level 61 ist. Glaube ich, 61, hat er, glaube ich, gesagt. Geht wahrscheinlich bis 85 wie in Skyrim. Mal schauen. Werde ich irgendwann herausfinden. So. Da war schon ein paar Mal drin. Warum? Jetzt verstehe ich gar nicht, warum da abgeschlossen steht oder nicht. Wann steht da abgeschlossen? Ich dachte erst, da steht abgeschlossen, wenn ich alle wichtigen Sachen da gefunden habe, aber nee.
Ich dachte, das steht abgeschlossen, wenn ich keine Mission mehr da in diesem Gebiet habe. Aber nee, anscheinend nicht. Also ich weiß es langsam nicht mehr. Waren da nicht vorher Gegner? Ja, hier waren noch Gegner vorher. Ach, okay, ja. Boah. My Lord. Dann, ja, okay. Der lag aber vorher nicht hier, oder? So, gut. Nachricht von Amsel. Ah, sag mal ja. Augusto überrollt. Zwei Runner, unbekannte Anzahl alter Modelle. Ich bin der einzige Überlebende. Sie kamen direkt zu uns, kannten unsere Position. Was mit Evangelis ist, weiß ich nicht. Lass sie dafür bezahlen, wenn ich hier nicht rauskomme. Bibi. Spielzeugrakete. Okay, dann wieder raus hier. Ich glaube, es war gedacht, dass man hier reingeht, als diese Typen noch am Leben waren. Aber ich hatte da so eine kleine Abkürzung genommen, anscheinend. Sehr gut. Sollen wir jetzt fürs Nichtstun XP jetzt wahrscheinlich bekommen? Wir kriegen auch nicht XP hierfür, oder? Geil. Vielleicht schaffen wir es ja noch Level 41 zu erreichen. Ich habe schon wieder zwei Level. Ich will mal zwei Level aufsteigen in der Aufnahmesession, habe ich das Gefühl. Boah, war genau, ist genau wie in Tales of Systeria. Das war auch eine Zeit lang. In jeder Aufnahmesession bin ich, glaube ich, irgendwie ein Level hochgestiegen. Ne, wie ein Video sogar. Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Alles ist miteinander verbunden. So, dann wieder zurück. Ja, bin fertig. Es war sehr schwer. Ich möchte für meine harte Arbeit hier entlohnt werden. So, kurzer Ladescreen. Ja, okay, gut. Boah, ich hab's fast unbrauchlich in ihrem Raum. mit dem Leben hier nicht rausgeschafft. Angeblich steht Diamond City unter Amsel, der Überlebende von Augusta, ist tot. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Synths. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Ja. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen Missionen, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Tolle Erfahrungspunkte. Voll abgezockt. Gaussgewehr? Ich habe ein Gaussgewehr. Oh, das war eine Add-on-Waffe aus Fallout 3. Die war voll überpowered. Oh. voll auf der Stelle richten maximalen Schaden. Boah, ja. Boah, guckt euch das Teil an. Das Ding war so überpowered in Fallout 3. Wenn man Gegner damit getroffen hat, sind die weggeflogen. Aber nicht so wie die TÜV-Beton ist an Lorenzo was dran. Pistole, so richtig volle Möhre. Oh, sehr schön. Ich muss kurz zu meiner Basis zurück und gucken, ob ich das verbessern kann direkt. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Weil das will ich benutzen. Ich habe zwar nicht viel Munition, glaube ich. Weil das ist, glaube ich, diese 2 mm Pistole, die 2 mm Munition oder so. Ich werde, glaube ich, jetzt auch so 5 Dinger bekommen. Boah, Gaussgewehr, geil. Ich glaube, da war eine meiner Lieblingswaffen im dritten Teil. Konnte man, glaube ich, aus diesem Operation Anchor Edge Add-on bekommen, wo man in so eine Simulation irgendwie so den Krieg nachspielen konnte. Also nicht den Krieg hier, sondern so eine Offensive irgendwo in so ein Eisgebiet war das. Nachdem man das gespielt hat, konnte man das Gewehr benutzen.
nutzen. Boah, alle reden sich. Höher Schaden, erhöhte Reichweite. Boah, Aluminium, ehrlich. Standard. Überlege Magazinqualität. Überlege nach Schaden. Okay, ich kann nur das hier erstmal. Den Schaden an. Okay, elektromagnetische Zellen, 2 mm. Das Ding wird auf jeden Fall in meinem Inventar bleiben. 20! Das wiegt 20, das Teil. Okay, ist immer noch weniger als der Raketenwerfer. Halt mal still. Nein. Das wird beim nächsten Gegner mal hier ausprobiert. Sieht doch ein bisschen anders aus, die Waffe. Ein bisschen älter aus hier. Baumwiele auf. Ne, hier ist er. Haus der Kabotz, was? Ne, da gegenüber, okay. Ja, okay. Gehen wir da rein. Machen wir das mal. Dann schafft man halt ja 9 Minuten, wenn da nicht etliche Gegner sind. Die fege ich dann weg mit dem Gaussgewehr. Boah, ich freue mich jetzt echt, dass ich die Waffe bekommen habe. Ist doch mal gelohnt, hier für die Railroad was zu machen. Bekommt man die immer oder ist das jetzt einfach wirklich reinster Zufall gewesen, dass ich die bekommen habe? Ich würde schon fast sagen, die ist geskriptet. Ja, glaube ich auch. So, gegenüber vom Haus der Kabotz, was ist denn da? War ich ja noch nie. Vergiss ich sie. Na, jetzt hab ich noch schlecht. Was, Baseball-Granate? Hi. So, hier. Wo ist das? So, wenn wir mal schnuppern. Die erste Person, die meinen Weg kreuzt, ne? Die tut mir schon leid. Ach, hier. Boston Bugle, das ist doch diese Zeitschriftenverlag. Oder Zeitungsverlag. Wenn ich mich nicht irre. Gut. Oh, hallo. Mhm. Okay, da ist schon ein Aufzug, also kann ich da nach oben gehen. Vielleicht ist er da wirklich nicht so mit Hindernissen versehen. Hey. Und? Warte mal eine Sekunde. Hoffe, das hilft. Fusionskern? Geil. Der gibt mir einen Fusionskern einfach so. Curry hat mir auch, Oh, hey. Ach, komm her. Boah. Er hat voll nichts gemacht. Sehr viel Schaden. Na, guck mal hier. Na, Elektro, ne? Das ist auch was, der explodiert wahrscheinlich wieder, ne? Zeitlupenspritz. Jetzt explodierst du nicht, ne? Jetzt, wo ich damit rechne.
verlogen. Gut. Also dann schauen wir doch in dem Part hier. So, oh. Ich brauche mal langsam ein Scharfschützengewehr mit einem Effekt. Meine Löser ist, glaube ich, die einzige Waffe, die ich noch, die nicht mit einem Effekt versehen ist. Das ist ein stinknormales Scharfschützengewehr, einfach nur voll gut aufgeballert ist. Aber unbedingt mal so ein Teil mit einem Effekt. Mit all meinen anderen Waffen. Das Gewehr hat jetzt nicht viel Schaden gemacht. War irgendwie Gegner war, glaube ich, ein bisschen stärker. Gegen so normale Gegner zieht er auf jeden Fall mehr ab. Weiß ich. Wo sind ja alle? Hat irgendwie Schaden von 199 oder so. Kann ja nicht wenig abziehen. Geht doch nicht. So, jetzt irgendwo hier das Ding platzieren, ne? Bams. Und zack. Gehst du mal Francisco Sunlight? Cool. Einsteiger. Komm. Please. Ja. Cool. Schon lange kein Magazin mehr gefunden. Wo in der Wackelpuppe. Hat sogar ein eigenes Zeichnerteil. Irgendwo ein Gegner. Okay, dann gehen wir zur Railroad und geben das Ding ab. Das dauert ja nicht lange der Ladebildschirm, ne? Come on, come on! Oder einer? Ja doch, war eine Railroad. Und wenn ich dann irgendwann zu einem Ort hingehen muss, wo so ein Ding schon dran ist, dann sehe ich ja, ob das wiederholbar ist oder nicht. Pam will mit dir reden. Siehst du da hinten? Du solltest dich mal mit Radaway durchspielen, bevor dir die Haare ausfallen. Nimm den Hintereingang. Wenn zu Hallo. Viele Leute durch die Church gehen, Arbeit am Mila-Projekt darf man keine auf. Höhenangst haben. Es könnten noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Kann ich eine Wahl? Oder wir gehen einfach shoppen. Wenn ich mal, Interesse habe, der gibt mir das vorher schon, ne? Frag dann, ob ich irgendwie Lust habe darauf. Cambridge Baustelle. Was? Was meint mit da, oder? So, du hast noch eine Mission für mich, wo ist die? Ich habe gerade das Ding gesehen. Tut mir leid, ich muss hier Tüfteltom was erledigen. Ich habe gerade ein Zeichen gesehen von der. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Das macht die Sache, dass der Weg unpassierbar ist. Berechne. Abwesenheit des Instituts erhöht Entdeckungswahrscheinlichkeit auf allen Nordrouten um 52%. 52%? Das ist untragbar gefährlich. Professor, oh, das ist doch die... wieder ja. Zurück ins Gefecht zu müssen. Das Gefecht und ich sind alte Freunde. Dann hast du dir den richtigen Beruf ausgesucht. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amari. Du hattest schon mit ihr zu tun. Aber vielleicht ist dir nicht klar, welche wichtige Rolle sie für uns spielt. Synths sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen? Dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert. Und wir suchen nach Alternativen.
Sucht euch einfach einen anderen Weg. Es wird schwierig, einen Weg zu finden, der vor dem Institut und den anderen Gefahren sicher ist. Besonders, wenn der Startpunkt schon feststeht. Und bisher funktioniert keiner unserer Alternativwege aus Good Neighbor. Pam, was wäre, wenn wir einen Weg durch Lexington nehmen? Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivitäten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt exponentiell zur Nähe zum Nexus. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Sag mir einfach, was ich machen soll. Ich sehe hier keinen Ausweg mehr. Wir machen es auf deine Art, Carrington. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel, also gib dir Mühe. Okay. Der Ford hat wenigstens hier Story vorangetrieben hat. Oh, was? Haltet die Klappe! Gut, dann würde ich den Part hier beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.